Wegen Babyarmreif aus Metall, Shitstorm für Daniel Lund. Noch ein Shitstorm für Danielle Lüth, 34. Der Umgang der ehemaligen Miss Great Britain mit ihren Kids erhitzt immer wieder die Gemüter ihrer Follower. Erst im vergangenen Jahr machte das Ex-Plomate Schlagzeilen mit der Aussage, dass sie ihre Kinder nicht impfen lassen wolle. Jetzt sorgte ein Weihnachtsgeschenk an ihren 3 Monate alten Sohn für Unverständnis bei den Fans. Auf Instagram postete ein Bild von dem Arm ihres jüngsten Sprosses geschmückt mit einem funkelnden Armband. Ronnys Diamantarmreif in Form eines Schraubenschlüssels, von seiner Großmutter und seinem Großvater. Ich wette, er kann es kaum erwarten, die Autos und Motorräder mit seinem Opa und seinen Onkeln zu reparieren, betitelte die Mama von 4 Söhnen den Schnappschuss. Hierfür bekam das Model jedoch heftigen Gegenwind, das Geschenk sei viel zu gefährlich für ein kleines Baby. Oh, mein Gott! Damit sticht er sich das Auge aus, täuschen sich meine Augen? Ist das nicht aus Metall und spitz? Oder wenn ich wohlhabender wäre, würde ich dann meinem Kind Diamanten schenken? Wohl eher nicht. Aber jeder, wie er mag, lauteten die skeptischen Kommentare unter dem Posting. Andere User hingegen verteidigten. Mit Reaktionen wie Babyarmreife gibt es schon ewig und sie gehören zur Tradition in den meisten Familien. Oder mein Sohn hat dieses Armband auch. Hör nicht auf die negativen Kommentare, machten die Bewunderer des Schmuckstücks deutlich, was sie von der heftigen Kritik halten. Süß oder zu gefährlich, was denkt ihr über das Xmas-Geschenk? Stimmt in der Umfrage ab.